Herzlich willkommen zum Trading-Tipp am Mittwoch. Alphabet hat gestern Abend seine Zahlen gebracht. Die waren durchaus auch eigentlich echt ganz gut. Deswegen haben wir uns die Aktie heute mal für den Trading-Tipp rausgesucht. Nachbörslich haben wir aber etwas abgegeben bei Alphabet, zwischenzeitlich sogar 4-5%. Lag einfach daran, dass das Werbegeschäft, was natürlich bei Alphabet oder gerade auch bei Google natürlich den großen Teil des wirklichen Geldes ausmacht, ist um 11% gestiegen, aber anstatt 65,8 Milliarden Erlös waren es nur 55,5 Milliarden Euro. Das hat den Anlegern dann doch nicht ganz so gut gefallen. Die Aktie hat einen kleinen Rücksetzer gemacht, aber wir nehmen solche Rücksetzer gerade bei einer Alphabet, was eine super Aktie ist und die natürlich auch in Zukunft, gerade auch durch KI-Fantasien, weiterhin sehr, sehr gut laufen wird, nehmen wir dann als Rücksetzer zum Kauf. Und wir haben natürlich auch von Jefferies heute Morgen nochmal ein neues Kursziel bei Alphabet bekommen, von weiterhin natürlich auf Kaufen von 170 auf 175 Dollar eingestuft. Wir stehen bei 151,46. Zeigen wir noch einmal bitte den nächsten Chart. Da sehen wir dann nämlich quasi die Ziele, wo es dann hingehen soll, denn wir befinden uns gerade charttechnisch in einer relativ wichtigen Phase bzw. in einem wichtigen Widerstand, und zwar so um die 150 Dollar. Das waren hier Ende 21, Anfang 22, ja, hatten wir hier so das Hoch bei 150. Die Aktie hat es nicht ganz geschafft, zweimal nämlich getestet, wie gesagt Ende 21 und dann hier nochmal den Anfang 22. Da ging es dann nicht weiter und da hoffen wir mal, dass wir da jetzt drüber kommen, beziehungsweise wir sind ja über die 150 Dollar schon drüber gestiegen und jetzt geht es dann nach diesem Rücksetzer mit dem neuen Kursziel und wie gesagt mit positiven Aussichten für 2024 geht es dann weiter. Schauen wir auf den Schein, natürlich von unserem Partner Morgan Stanley, ein Faktor Long Zertifikat mit der Kennnummer MB7NKDG, kostet 12 Euro, den Stopp machen wir mal bei 10,80 mit einem Faktor von 3. Gestern im Trading-Tipp hatten wir Bilfinger, ja, da kann ich eigentlich gar nicht allzu viel zu sagen. Stehen bei 39,88. Die 40 Euro sind immer noch schwierig, aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir über diese 40 Euro drüber kommen. Und wenn das dann geschieht, dann sollte es auch weiter nach oben gehen, denn ich brauche es nicht erklären. Der Schein hat sich nicht verändert. Wir stehen immer noch bei 10,37 Euro. Heißt also, da kann man investiert bleiben. Und bei Alphabet muss man auch sagen, das wird nicht morgen geschehen und das wird auch nicht übermorgen geschehen, dass wir da die großen Sprünge sehen, sondern das ist wirklich ein Trade, der mal für ein bisschen länger oder ein bisschen langfristiger angesetzt ist, ja? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den beiden Scheinen. Wir sehen uns morgen. Machen Sie es gut.